weil deine Frau nicht kochen kann. Aha, bist du da? Bist du da? Aber Maggi, Maggi, der Pfaff, der hat das ja eigene. Und weiter geht's in der zweiten Halbzeit mit dem Pokal Halbfinale Hornblower SV Greif FC Schönberg 95. Ja, und die Greif-Fans sagen schon, jetzt geht's los, denn jetzt konnte die Einstellung der Mannschaft nur heißen, jetzt erst recht. Doch auch die Schönberger waren gewillt, ein weiteres Tor schnell zu erzielen, was denen auch gelangen. Und leider nicht mehr im Bild zu sehen, das 3:0. In der 48. Minute durch Neitzel, der wunderschön einige torgelose Spieler umprobte, die nur meinten, wir können zuschauen, es passiert nichts, aber es passiert doch was. Und der Spieler erzielte ohne viel Bedrängnis das 3:0 für die Gäste. Und somit sah es doch schon jetzt nicht mehr so gut aus für die Greifen. Denn man musste also erstmal zwei Tore aufholen, um wenigstens noch die Verlängerung zu erreichen. Und auch die Schönberger spielten weiter nach vorne, um den Sack frühzeitig gut zu machen. Ja, und die Greifen mussten jetzt viele Angriffe der Gäste aus Schönberg über sich hergehen lassen, die aber Gott sei Dank bis dahin kein weiteres Tor erbracht. Aber man muss den Torgelower Fußballern bescheinigen, dass sie weiterhin kämpften und versuchten weiter nach vorne zu spielen. Und hier leider. Das 3:0 und somit schon eine vorteilige Entscheidung in diesem Spiel. Und das wussten auch die Schönberger Fans, die auch diesen Treffer lautstark bejubelten. Hier nochmal zu sehen. Eine mustergültige Flanke auf Urgast. Und direkt verwandelt. Schönes Tor, worüber sich aber die Torgelower Fußballer und Fans überhaupt nicht freuen konnten. Somit waren die Chancen in diesem Spiel für die Torgelower Spieler stark gesunken. Jetzt musste man schon drei Treffer erzielen. Wie heißen sie denn? Also und so. Doch wie schon gesagt, die Torgelower spielten oder versuchten weiter nach vorne zu spielen. Und man drückte den Gast aus Schönberg in die eigene Hälfte zurück. Schöne Flanke, aber abgefangen. Ja, die zahlreich erschienenen Fans waren jedoch enttäuscht. 725 zählte man an diesem Tag. So viele waren schon jahrelang nicht mehr im Spatterow-Stadion bei einem Spiel ihrer Greifen. Allert, der sich durchsetzt, in den Strafraum der Schönberger eindringen. Paul Kossel und noch das 1:3. Neue Hoffnung für die Torgelower. Sollte es noch einmal spannend werden in dieser Partie. Jedenfalls spielten die Torgelower jetzt voll offensiv nach vorne. Hey!
jetzt den 2:3 Einzeltreffer. Und das Spiel wäre wieder beinahe offen. Doch die Schönberger verstanden auch mit dieser Situation an diesem Tag gut umzugehen. Und nahmen das Tempo aus dem Spiel. Doch die Torwart kämpften sich wiederum den Ball. Aber nicht mit der klaren Entschlossenheit gespielt. Und schon war mein Ball wieder los. Es waren noch vielleicht jetzt ca. 25 Minuten zu spielen, 20 Minuten noch. Da kann noch genug passieren. Also kann nur die Defensive jetzt noch halten. Voll auf Angriff spielen. Minu aber, was für ein harmloser Schuss. Schuld, der viel kämpfte und rackerte und somit seine Aufstellung von Beginn an rechtfertigte. Und diese Möglichkeit konnte Torwart Junge vereiteln. Schön über außen gespielt. Schöne Flagge jetzt! Ach, aber keiner konnte diese Flanke verwerten. Scheiße, da haben sie vom Schiri fallen, da haben sie nicht Ball wird für die Torgelor. Ach, aber wieder zu viele Ballverluste im Mittelfeld und so machten es sich die Torgelor. Und die Tat selbst zu schwer. Und war auch Ziel im Spiel. Die Fans fragten sich, warum jetzt erst, denn er sorgte noch einmal für viele Impulse nach vorne. Er kämpfte sich den ein oder anderen Ball. Doch was wäre gewesen, wenn Thiel von Beginn an gespielt hätte? Eckball für Schönberg. Noch ein Eckball. Der aber nichts mehr machte. Das Wetter an diesem Tag. Sehr angenehm warm. Trocken. Und somit hervorragende äußere Bedingungen zum Spielen und Schauen. Kiel, der sich durchsetzt, schießt, aber doch zu schwach. Martin holt einen Freistoß heraus, der aber nichts einmacht. Kossel. Martin. Kossel. Ah, aber kommt nicht zum Abschluss. Die greifen einfach vielleicht einen Tick zu langsam am Ball. Nicht abgeholt genug. Und somit ist bis dahin hochverdiente Führung auch für Schönberg. Thiel, der nochmal kämpfte. Mann, Mann, Mann.
Den Schicki. Schönberg, einen schnellen Konter. Oh, ein Freistoß. Für den Gastgeber, aber einfach zu harmlos. Man machte zu wenig aus diesen guten Möglichkeiten. Wie auch aus diesem Freistoß. Ballbesitz. Kurz vorm Schluss Martin, der auch, aber auch nicht zum Abschluss kommt, beziehungsweise ein Schönberger. Eng bei ihm und kann ihn den Ball abnehmen. Schuld. Ja, wir sind in den letzten Minuten in dieser Partie und es war eigentlich klar. Es wird nicht mehr viel passieren. Es wäre ja noch ein Wunder, wenn die Torhüter hier noch zwei Tore erzielen würden und die Verlängerung erreichen würden. Thiel holt einen Freistoß raus. Bin schicki, aber zu harmlos. Nochmal eine gute Möglichkeit für die Schönberger, die Torwart Junge aber auch vor allen Dingen kann. Und dann war Schluss. Gratulation an Schönberg. Die verdient 3:1 diese Partie gewinnen und somit ins Pokalfinale wieder mal einziehen, wo der Gegner dann der FC Hansa Rostock Amateure ist. Ja, die Pokal-Sendung blieb aus. Torlo hielten vielleicht die erste halbe Stunde die Partie offen. Zwar war man enttäuscht. Doch die Köpfe sollte man nicht hängen lassen, denn dieser Mannschaft steckt doch noch viel Potenzial. Und sollte man die fast zu Ende die ganze Saison vernünftig zu Ende spielen, um in der neuen Saison neu anzugreifen und in der Verbandsliga wieder vorne, um wieder in der Verbandsliga vorne mitzuspielen. Und somit endete also dieser Fußballnachmittag.